Ja, Octagon wird. Ich habe mich null mit beschäftigt mit der Karte und du weißt ja, ich bin nicht so die hard. Also ich werde dir, glaube ich, später ein bisschen zuhören, was du mir da Schönes erzählst. Boah, crazy, weil das wird Global Fight Card des Jahres, also. Echt? Also ja, ich kann Ja. natürlich schon zu der einen oder anderen, dem einen oder anderen Matchup kann ich schon was sagen. Ja, ansonsten, keine Ahnung, bei MMA News gibt es sicherlich zu besprechen. Können wir gerne auch gemeinsam, aber du willst ja auch nicht so ewig hier machen, nehme ich an. RTL überträgt Octagon, RTL Plus, da muss man es natürlich sagen, war natürlich auch eine große Nachricht die letzten Tage. Was sagst du dazu? Waren wir ja auch schon so ein bisschen durch den Buschfunk mitbekommen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt doch nicht direkt im Free TV läuft, sondern halt Süß. der Streamingdienst von RTL ist. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich so viel besser ist als DAZN für die Leute halt, die sich sowas angucken würden. Ich finde es. Ob man da jetzt den geneigten Stefan Raab-Zuschauer mit abgreift, Stimmt. weiß ich nicht. Wie gesagt, den Free TV-Spot, der wäre schon crazy gewesen. Ja, voll. Ich glaube, der hätte auch noch mal ein bisschen mehr Wellen geschlagen. Das RTL Plus Ding ist auch cool, gar keine Frage. Das ist halt ein Sender, der hat Rang und Namen in Deutschland. Aber ja, trotzdem so ein bisschen Ernüchterung war es da. Also, weil da gefühlt war dann halt NFC auf Sport 1 irgendwie für mich ein bisschen geiler. Ey, kann ich nachvollziehen. Also ja, du hast jetzt Stefan Raab genannt. Ich war früher großer TV-Total-Fan. Ich fand das Comeback, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber in den Phasen, die ich gesehen habe, eher cringe. So, ich weiß. Also bei mir ist nicht so irgendwie erst Zurück-Euphorie da. Und ich meine, du willst ja vor allem irgendwie sportbegeisterte Leute ansprechen. Oder keine Ahnung, vermutlich ist der Move, du versuchst als RTL natürlich irgendwie deinen Kreis an Abonnenten zu erweitern, du versuchst jetzt sportbegeisterte Leute, MMA-Fans halt mit reinzuziehen, klar. Aber wenn ich mal aus den Interessen dieser Betroffenen denke, DAZN ist attraktiver, würde ich sagen. Also wenn du nicht halt parallel auch, wie du gesagt hast, Interesse an Raab und keine Ahnung, was es dann noch gibt, hast. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen. Also. Für mich ist das keine allzu große Nachricht. Das ist cool. Hey, hoffentlich lässt sich das Octagon gut bezahlen und so, aber ich denke mir auch, naja. Ey, aber Good News für dich. Octagon 61 jetzt am Wochenende läuft dafür auf der Jawohl. Zone. Habe ich auch aufgeschnappt. Wollen wir noch ein paar Octagon News durchsprechen? Zalgas Tsumagulov wurde auch bei der Organisation gesigned. Ich fand ihn immer stark bei der UFC. War ja so ein bisschen Split Decisions viel verloren, ne? Ja, darum also tatsächlich irgendwie immer keine wirklichen Siege mit einfahren können. Aber ich glaube, gerade für die Flyweights bei Octagon ist das auf jeden Fall ein dankbarer Zugang. Jetzt nochmal, wo das mit Mokaev nicht geklappt hat, dass der jetzt bei Brave ist. Wäre natürlich auch cool gewesen, hätte man den auch noch gehabt, Ja, dann voll. wäre die Division noch größer geworden. Flyweights haben wir jetzt nicht zu eng besetzt bei Octagon, aber die legen ja auch stetig nach mit neuen Leuten im Roster. Deswegen mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und potenziell steht ja dann vielleicht auch ein Sean da Silva noch zur Verfügung für die Zukunft. Das wäre natürlich auch ein Fight, den ich mir sehr gerne ansehen würde. Und 100%. der würde vielleicht auch für Sean schon mal so ein paar, ja, Zeichen öffnen, wo kann denn die Reise hingehen, ja. Ich meine mal, sein letzter Gegner, gegen den er verloren hat, der hat jetzt bei der Contender Series beeindruckend gewonnen, muss man sagen. Wesentlich einfacher als einen Kampf gestaltet als gegen Sean. Hat jetzt sein UFC-Contract und ja, hat nicht viel gefehlt, glaube ich, bis da hätte Sean auch da stehen können und deswegen. Ich halte große Stücke auf den und ich glaube, gerade so ein Name, der würde vielleicht schon auch noch mal eher zu Octagon jetzt locken, weil den auf dem Rekord zu haben außerhalb der UFC ist, denke ich mal, auch schon ein Ausrufezeichen. Ja, 100%. Ich glaube, wenn ich Flyweight wäre, das bei Octagon wäre, würde ich mir eigentlich eher denken, wow, okay, Tsumagulov ist halt irgendwie so, der ist sportlich schon ekelhaft, aber ich glaube, es gibt wenig Leute, bis halt wirklich so auf so Diehards wie wir, die da wirklich irgendwo den sportlichen Wert in der UFC ja, grob einordnen können. Der ist halt schon irgendwie so ein High-Risk, Low-Reward-Kampf. Also ich glaube, Ja. ich hätte eher Bauchschmerzen, dass der jetzt auch da ist. Naja, was heißt Low Reward? Ich denke mal, außerhalb der UFC ist das halt immer was Gutes, wenn du halt einen ehemaligen UFC-Veteran geschlagen hast. Ja, schon so. Das wirkt sich nicht unbedingt negativ, sag mal, auf die Ziele aus, denke ich mal, die man hat. Wahrscheinlich besser, als wenn man eine random Person XY bei Octagon schlägt. So, da hat man wenigstens jemanden mit Rang und Namen. Klar, wie gesagt, der wird auch schwieriger wahrscheinlich zu schlagen sein als die meisten anderen da.
Aber trotzdem kann man halt, glaube, damit auf jeden Fall seine Karriere ordentlich befeuern. Ja, fair. Ist, glaube ich, eine bessere Betrachtungsweise. Nico Samsonica sein Gegner für Frankfurt. Daniel Torres wäre ja tatsächlich für mich der Wunschgegner für Max Koga gewesen. Hätte ich cool gefunden. Starker Mann, ehemaliger KSW-Champion. Ich glaube, ja, für Nico super. Also der, ich glaube, der ist schon jemand, der auch Octagon sagt, ich habe eigentlich keinen Bock gegen Deutsche zu kämpfen. Dann wird es halt auch schwierig. Ich glaube, Octagon hält sehr viel von Nico, sagt so mein Bauchgefühl. Ich meine, wenn man sich auch anschaut, wie schnell der im Titelkampf stand und so. Von daher, ey, gutes Matchup. Aber ich glaube, stilistisch schwierig tatsächlich für Nico, weil Daniel Torres ja doch so mal sehr unorthodox ist, wenn man es so ausdrücken möchte. Schwingt wild, geht schnell nach vorne. Bisschen wie Keita, nur dass Keita es vielleicht noch ein bisschen durchdachter macht. Ja, das halt direkt nach dem Keita-Fight Bisschen schon weniger Pop, schwierig. aber Aber ja, wenn ich es jemand zutraue, dann halt Nico, weil der ist halt technisch überall super gut, auch nicht nur im Stand. Ich glaube, das vergessen manche, dass das halt auch nicht nur ein Striker ist, sondern der auch äußerst gut im Jiu-Jitsu ist und im Ring. Ich denke mal, das wird ein rundes Ding, aber halt ein übelst geiler Kampf für die Fightcard nochmal, die das, was die halt auch nochmal krass aufwertet, muss man sagen. Also hätte ich Nico in eine Schublade stecken müssen, hätte ich persönlich eher Grappler gesagt. Also der kann auf jeden Fall striken, ich bin bei dir, der ist so rund, aber weil du gerade gesagt hast, der kann nicht nur striken. Ich hätte sogar als erstes an seinen Grappling gedacht, persönlich, aber ja, ist vielleicht auch eine Wahrnehmungssache. Ist ein runder Kämpfer. Aber Torres hat schon weniger Pop als Keita, das würde ich, oder? Ja, das auch. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es halt, glaube ich, schwierig, weil ich glaube, Nico taktiert viel. Und ich finde, man hat halt schon gemerkt, so auch in den ersten Minuten gegen Keita, auch wenn es verhältnismäßig gut aussah für ihn, das war schon an der einen oder anderen Stelle brandgefährlich. So, ja, dass er halt, ja, glaube, mit diesem Druck vielleicht nicht ganz so gut klarkommen wird. Ist jetzt auch nur eine reine Annahme. Kann auch sein, dass Nico da seine Lernen daraus gezogen hat und gegen Torres ganz anders eingestellt ist, aber ich hatte halt schon ab der ersten Sekunde gefühlt Sorgen gegen Cater und ja, die sind dann leider auch wahr geworden. Der klettert im Stand auf den Rücken am Cage und chokt den guten Mann aus. Und wer ist Mick Stanton? Sagt. Ehemaliger Cage Warriors Champion tatsächlich. Okay. Die Bilanz lässt so ein bisschen trügen. Der gute Mann steht 13 zu 8, glaube ich. Als ich das letzte Mal gesehen habe, er hat auch schon einen Kampf bei Octagon gemacht. Ist ein bisschen weirder Pick als Backup, muss man sagen. Da hätte man sich vielleicht eher so einen Wawrzyniak oder einen Chappo vorstellen können. Vielleicht auch einen Andreas Michailidis. Einen halt so aus dieser Warte. Keine Ahnung, warum es jetzt unbedingt der geworden ist. Ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass man schon so ein bisschen davon ausgeht, dass Kerim Engizek dann doch vielleicht den Kampf nicht mehr antritt. Warum ausgerechnet er? Weil ja, weil es halt schon ein paar Mal vorkam, ne? Naja, was heißt ein paar Mal? Ich glaube, es kam jetzt so einmal vor, halt bei seinem letzten Kampf. Da hätte er ja auch einen potenziell sehr starken Gegner gehabt. Ich ging eigentlich nicht davon aus, dass er gegen Kingsley wirklich kämpfen möchte. So klar, man kann immer viel reden, man will einen Titel haben, man will ein UFC. Was dann halt im Endeffekt in die Realität umgesetzt werden kann, ist halt immer eine andere Sache. Ja, klar. Ja, keine Ahnung, so ein Störgefühl bleibt, so ein Störgefühl bleibt einfach, finde ich, immer bei Kerim, weil ja, die letzten 6, 7 Jahre, da sah es halt nicht so prickelnd aus mit den Leuten, die er gekämpft hat. Ja, in der Fülle, in der er gekämpft hat und. Ja, keine Ahnung. Also ich würde einen Mick Stanton gegen Kerim sehen. Ich glaube, das wäre ein Fight, den würde er annehmen. Patrick Kintze, muss ich sagen, schwierig. Will ich auf jeden Fall auch nicht Kerims Fähigkeiten abstreiten. Der ist super stark, wahrscheinlich eins der besten Mittelgewichte, was wir in Deutschland haben. Null limitiert, hat gutes Ringen, hat absolute Knockout-Power. Aber wie gesagt, ein Störgefühl bleibt einfach, weil die letzten Okay. Jahre halt einfach nicht das gezeigt haben, was man hätte sehen wollen, vielleicht von ihm, ja. Weil gefühlt spricht man seit 2016 davon, ja, Kerim Engizek in der UFC, in die UFC. Spricht davon, dass er mehrere Angebote hatte, die abgelehnt hat aus Gründen XY. Ja, und dümpelt halt mit Mitte 30 jetzt immer noch, ja, in Deutschland rum.
Kann man so ehrlich muss man da vielleicht auch einfach sein. Ich glaube, da gab es aber auch ein paar Mal so ein bisschen Visa-Probleme und so. Können schon Faktoren sein, die ja halt außerhalb seiner Macht lagen, warum er dann nicht unbedingt in der UFC tätig war. Kay Hannon. Ja, es gibt auch Visa-Probleme und die Leute kämpfen dann halt außerhalb der USA, ja. In Zentraleuropa sollte ja alles irgendwie möglich sein auch. Gibt ja mittlerweile auch genug Shows hier, sei es jetzt in London, in Paris oder sonstiges. Also die Möglichkeit für ein Debüt wäre ja schon da gewesen, auch in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich zweifle halt so ein bisschen an der Wahrheit, dass halt so ein Angebot auch wirklich gibt gerade. Ja, keine Ahnung, glaube ich jetzt auch nicht. Aber dass der den Kinzelkampf, es geht um Kerem Ingecek, Hinweis für den Chat, dass der den Kinzelkampf annimmt, denke ich schon. Ich glaube schon, dass Kerem so selbstbewusst durch die Welt läuft, wie er sich gibt. Also ich persönlich weiß nicht. Hab da jetzt irgendwie nicht so meine Zweifel dran, aber wer weiß. Das ja, ich würde Ihnen das vielleicht auch nicht mal selber unterstellen, dass er da vielleicht so mal der ausschlaggebende Punkt ist, sondern vielleicht halt das Management, dass die halt so ein bisschen die schützende Hand über ihn halten. Ja, weil die sagt, also es hätte in den letzten Jahren deutlich bessere, passendere Matchups gegeben und warum es dann unbedingt immer Leute sind, wo man sagen muss, ey, pff, irgendwie Mismatches. Und das halt, ja, die letzten 5-6 Fights schon, ja, crazy. Weil wenn man bedenkt halt, Kerem war ja auch schon vor 6 Jahren ein Name in Deutschland. Einer der wohl, ja, hoffnungsvollsten Namen auch. Was in den 6 Jahren passiert, ja. Das sind alles faire Punkte. Ich denke aber schon, dass da irgendwo der Anspruch an sich selbst ist, halt möglichst viel zu reißen und jetzt irgendwo auch Kritiker verstummen zu lassen und so. Von daher, ey, der Fast-Track zum Octagon-Titel wäre doch super. Also lass den halt jetzt Kinzel innerhalb von einer Minute ausknocken. Also woran ich jetzt nicht unbedingt glaube so, aber in einem Szenario, weißt du, er sagt, dann ist halt irgendwo auch, sind einige Kritiker verstummt. Ja, wie gesagt, also für mich ist das auch gar keine Kritik an das Skillset von ihm, ähnlich wie bei Islam Dulatov. Da habe ich doch nie daran gezweifelt, dass der absolut talentiert ist und wahrscheinlich so oder so auch gegen die stärkeren Jungs hier in Deutschland sehr gut bestehen würde. Ich denke mal auch, der wird vielleicht nicht komplett abreißen in der UFC, aber auf jeden Fall auch nicht komplett untergehen. Wie gesagt, man sieht ja das Skillset nicht nur immer erst gegen gute Gegner, sondern man kann es ja auch so schon einfach erahnen, beziehungsweise hat auch einfach ja, genug gesehen, dass man auch einfach sagen kann, ja okay, der ist sehr talentiert, sehr begabt und der macht auch genug dafür. Wie gesagt, klar, so als Hardcore-Fan wünscht man sich dann aber einfach irgendwann dann mal wieder einen Fight, wo man sagt, ey, das ist mal wieder ein Test. Ich freue mich auf den Kampf gegen Patrick Kinzel, wenn der stattfindet, ey, super geiler Kampf. Da würde ich auch nicht zu krass auf Patrick Kinzel wetten, muss ich sagen. Kerem hat sehr, sehr gute Chancen, den Kampf vorzeitig zu beenden. Aber halt, wie gesagt, es muss halt einfach dazu kommen und dann gibt es auch gar keine Kritik. Also es ist halt eher so, ja, böse Vorahnungen. 35 ist Kinzel, habe ich gerade mal nachgeschaut. Ja, mal schauen. Naja, im Chat, den kann ich schon mal jetzt wieder einblenden, heißt es, jemand sitzt in meinem Merch da und guckt den Stream. Sehr stark. Hoffe, es sieht nach wie vor gut aus. Ja, lass uns zur Octagon-Karte kommen. Also ich werde parallel mal so ein bisschen irgendwie durch Records und so klicken, um mich gegebenenfalls ein wenig zumindest einbringen zu können. Aber ich glaube, der Gesprächsanteil wird größtenteils auf deiner Seite liegen. Free Prelims braucht man wirklich noch nicht. Oder Stanowski gegen Shadrin. Ich glaube, da hast du auch. Kann ich dir auch gar nicht zu sagen, weil die beiden haben bisher noch nicht bei Octagon gekämpft. Ach, aber ja, neue Gesichter ist halt auch was Schönes eigentlich, ja. Direkt mit Korkmaz gegen Zardari weiter. Und Zardari ist derjenige, der zuletzt Cater, in Frankfurt gegen Cater gekämpft hat, ne? War es in Frankfurt? Ja, ich habe den Kampf live gesehen von daher. Ja, aber er hat sich gut gegen Cater geschlagen und per Decision verloren, ne? Ja, genau. Also die ersten beiden Runden sahen, ich glaube nicht die ersten, doch die ersten beiden Runden, die hatte Cater eigentlich ganz gut drinne. Und dann hinten raus Zardari ordentlich aufgedreht und hatte auch Cater oftmals ein krasser Bedrängnis. Ich hatte den, glaube ich, sogar in einer bösen Vorahnung auch knapp bei Zardari gesehen, den Fight. Nee, ich habe mir danach nicht nochmal angesehen.
Aber war auf jeden Fall crazy. Also ich habe es bisher bei einem Caterfight noch nie so gesehen, dass einer da ja, gefühlt endlich mal so ein Mittel gegen ihn gefunden hat. Dass man sagt, ey, es gibt irgendwie so einen Gameplan und hier ist so ein bisschen der Blueprint dafür, wie man so einen Kampf gegen Cater gestalten kann, dass der absolut nicht so läuft, wie er den haben möchte. Ja, also ich hatte ihn nicht bei ihm gesehen, aber ich hatte das Gefühl, wenn der Kampf 5 Runden geht, holt das Ding Zardari. Dann wäre es safe bei Zardari gewesen, ne? Zu 100%, ja. Ja, und das ist ja auch schon eine Ansage, ne? Also Ja. starker Mann definitiv schon auch in erster Linie aber Striker, auch wenn er hier phasenweise ja auch gegen Cater gerungen hat, soweit ich mich erinnere. Ja, Korkmaz ist halt vermutlich das beste deutsche Lightweight, würde ich mal krass sagen, nach mit Nasrat irgendwie. Ja, mit Max Koga muss man da wahrscheinlich noch mit reinzählen. Sehe ich, glaubst du echt, im Lightweight würde Koga so viel reißen? Das ist doch ein Federgewicht in erster Linie. Ist jetzt im Lightweight tätig. Ja, aber das Ich ist so glaube, der wie, wird da wenn ich nicht mehr jetzt sage, Jon runtergehen. Jones ist eins der krassesten Schwergewichte. Das muss er noch beweisen. Aber wie gesagt, also muss man vielleicht einfach damit reinziehen, weil er halt jetzt noch bei den Lightweights mit zugange ist. Ich denke mal, es wird auch nicht Kogas letzter Fight sein und da ist ja dann noch ein bisschen was zu machen. Also Fair. ich sehe es nicht kommen, dass er sich irgendwann dazu bereit erklärt, gegen den Attila Korkmaz in den Cage zu steigen. Wäre absolut krass, muss ich sagen. Da würde ich einen kleinen Fanboy-Moment auf jeden Fall haben. Aber ja, muss einen Max Koga vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr. So, der soll die nächsten 2, 3 Jahre vielleicht noch mitnehmen. Halbwegs easy fahren, ein paar so Legenden-Fights machen vielleicht und dann. Ich sehe super viele Parallelen zu Jon Jones. Also der Rede. Also es geht für mich ja. Das ist die einzige Sache, gegen die ich mich sträube, ist halt Max Koga in die Reihe dieser Lightweights zu zählen. Wie auch immer, worauf ich hinaus will und wo du mir auf jeden Fall zustimmst, Korkmaz ist ein Top-Mann, der halt hier jetzt wirklich einen Top-Gegner hat. Ich glaube, er wurde bisher in, ja, ich wollte gerade sagen, jedem. Ich weiß nicht, wie es gegen Amerikani aussah, aber gegen Paradeiser war auf jeden Fall klarer Underdog und wurde so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, auch in diesem Kampf, so cool ich ihn finde, würde ich durch die Performance, die ich von Zardari gegen Cater gesehen habe, mir denken, boah, ja, Bauchgefühl ist ein schwieriges. Aber wenn es einer schafft, so einen Mann zu schlagen aus Deutschland, dann ist es halt ein Attila Korkmaz. Aber dann denke ich dann halt an die Performance gegen Ronnie Paradeiser und das war für mich einer der krassesten Kämpfe, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Also abseits von dem Game Changer Finale, Bojan gegen Michailidis, muss ich sagen, war das auch einer mit der besten Octagon-Kämpfe, die ich jemals gesehen habe. Also die hatten locker UFC-Niveau, muss man sagen. Ja, es Den war würdest du auf krass. einer UFC-Fightcard sehen und denken, ja, war ein absolut geiler Kampf, so Fight of the Night auf jeden Fall. Da war alles mit drinne. Und Attila, der ist halt super smart. Also auch der wird sich wieder einen Gameplan überlegt haben, wie er gegen Zardari ordentlich rangeht. Ist ein crazy Fight. Ich finde es krass, dass der so weit unten auf der Card platziert ist. Ja, fühle ich auch nicht. Ist aber auch immer noch ein Reservekampf, soweit ich es weiß. Sprich, beide haben dann immer noch die Möglichkeit, später wieder noch ins Turnier mit einzusteigen. Ja, und das ist halt natürlich so mal eine Golden Opportunity, ja. Jetzt gerade bei den Halbfinalkämpfen zu sagen, ey, falls jetzt im Finale einer raus ist, dann springe ich mit ein. Da geht es dann halt um 300.000 Euro, ja. Und ja. Das wäre schon stark, wenn die nach Berlin gehen. Sehr. Was sagst du? Also du glaubst an Attila? Ich glaube an Attila, ja. Ich will's auch. Also ich muss auch sagen, ich habe einen Kampf von Zardari gesehen. So. Also ich tue jetzt so, als ob ich den gut einschätzen könnte. Der war überzeugend, aber er auch da. Der hat halt durch einen abwartenden Ansatz gegen Keita irgendwo geschafft, ganz gut auszusehen, phasenweise. Ja, du hast mich überzeugt. Das war kein so großes Statement wie der Kampf gegen Paradeiser. Vollkommen fair. Und wir haben danach halt auch gesehen, was er mit dem Amerikaner und so angestellt hat. Ja. Obwohl er da halt phasenweise auch eher hinten lag, muss man sagen. Ja, so ehrlich muss man sein. Ich erinnere mich gar nicht an den Kampfverlauf bis zu dem Finish. Makwan hatte, glaube ich, auch Runde 1 auf jeden Fall auf seiner Seite. In meiner Wahrnehmung ist es so nach 5 Sekunden passiert. Ich weiß nichts mehr. Krass, okay. Echt? Hat er Ja. den im Stand gut bearbeitet? Nee, tatsächlich hat er es auch geschafft, ihm, ich glaube, am Cage zu pinnen, auch kurz runterzubringen. Da ging auch nicht so viel und auch im Stand hat er die besseren Akzente gesetzt, tatsächlich. Also, Stimmt. erste Runde war von Dachte Makwan ich auf jeden doch. Fall super und die hatte ich auch klar bei ihm eigentlich. Stimmt. Und
Attila war am Boden so ein bisschen inaktiv, ne? Genau. Ja, ja, okay. Da ist nicht viel passiert. Und dann, naja, dann kam halt der Piledriver of Doom und dann. So ähnlich läuft es gegen Sadari. Weißt du, wie Sadari ringerisch ist? Kennst du mehr Kämpfe von ihm als den Kampf gegen Cater? Nee, tatsächlich habe ich gar nicht so wirklich von ihm gesehen. Ich glaube, er war auch Cage Warriors Champion. Er war ASFC. Und ich finde es voll schön, dass Topology offenbar diese Logos mit Titel gewonnen und so hier zugefügt hat. Finde ich sehr hilfreich. Das Update richtig gut von Topology, muss ich sagen. Also ja, du kriegst ja auch immer weiterführende Informationen jetzt noch zu den Kämpfen, die kannst du noch mit öffnen. Ja, ja, die gab es schon. Ganz geil. Die gab es schon immer. Echt, ja? Ja. Dann sind sie mir bei Normals bloß noch nicht aufgefallen. Okay, nee, ich finde diese Logos hier super hilfreich. Also das fand ich vor allem eben bei dem Ersatz von Kinzel, wo du halt siehst, okay, hier hat er den Cage Warriors Titel gewonnen, da verteidigt, hier verloren, das ist sehr praktisch. RSFC war, und davor hast du recht, bei Cage Warriors, okay. Also der Cater-Kampf war auch sein Octagon-Debüt, von daher. Genau, durch das Game-Changer-Turnier, ja. Ja, spannend. Die Daumen sind selbstverständlich für Attila gedrückt. Das sollte klar sein. Rusal gegen Bahaji. Sagt mir nichts. Also mit Radek Rusal wirst du auf jeden Fall nicht mehr warm. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Das ist der Baseball-Ex-Nazi, gell? Ja, genau. Ex-Nazi. Ja, nee. Das ist für mich auch ein richtiger Inbegriff von einem Octagon-Signing. Also ich habe es halt letztes Mal sehr gefühlt, als er dann endlich mal besiegt worden ist und halt am Boden wirklich gar nichts machen konnte. Man kann ihm halt die Fähigkeiten im Stand nicht absprechen. Das ist ein guter Kickboxer, eher Richtung Muay Thai vielleicht sogar eher. Aber am Boden ging da wirklich gar nichts gegen Novak letztes Mal. Fand ich schön, mal einfach zu sehen, ey, der wird jetzt hier einfach mal gerade so ein bisschen exposed, weil damals hat man halt extrem probiert, den zu beschützen. Der ist, glaube ich, halt für diese Osteuropäer auch super vermarktbar. So, der macht ein bisschen Show. Der hat halt, sag mal, seine Tendenzen, die da auch eher Anklang finden. So ehrlich muss man halt auch sein. Ich fand es gut damals, dass Octagon Wingston gesagt hat, ey, mit den Tattoos hier können wir dich bei uns nicht kämpfen lassen. Wir hauen dich hier erstmal raus hier von der Card. Sag mal, ob das jetzt so hilfreich ist, dass man sagt, ey, ich tätowiere mir die jetzt so über. Ob das halt auch so mal den Unsinn, den er im Kopf hatte zu dem Zeitpunkt, wegtätowiert, fraglich. Man sollte vielleicht dem erstmal eine zweite Chance geben. Vielleicht hat er auch einfach, weiß nicht, aus seinem jugendlichen Leichtsinn ein bisschen was gelernt. Aber ja, so ein Störgefühl bleibt auch bei dem. Komplett so die Art, wie der aus rausläuft. Fick den, ich bin auf jeden Fall Team Nezar. Natürlich gehe ich mit. Team Bahaji, wer auch immer das ist, gibt es an Octagon GB. AIF, okay, sagt mir auch nix tatsächlich. Aber ich glaube, französische Organisation, ja, kann ich dir nach mal was zu erzählen. Habe ich tatsächlich sogar mal aufgeschnappt. Sieht jetzt auf dem Papier noch nicht so hart aus, aber der schafft das. Let's go. Tishota gegen George Staines habe ich auch, glaube ich, beide noch nie gesehen. 5-2 gegen 2-0. Willst du dazu? Super geiler Kampf. Okay. Super geiler Kampf, muss ich sagen. Ich finde es crazy, dass der scheinbar im Leichtgewicht stattfindet. Ja, steht hier auf jeden Fall. Ja, weil Jakub Tichota, ehemaliger Contender bei den Federgewichten, hatte seine erste Niederlage gegen Matej Sanikidze. Der war ja auch eine Weile Octagon-Champion im Federgewicht. Georgien, ne? Ja, richtig starker Typ, krasser Striker, übelste Frame, und danach halt gegen Cater direkt kämpfen müssen. Ich glaube, das war damals um den Interim-Titel. Auch ein guter Kampf, aber auch da haben wir halt gemerkt, ey, die beiden sind schon ein bisschen dolle. Aber war halt damals so, ja, junger Up-and-Coming-Star, so kann man schon sagen. Den hatte man ja auch, wie gesagt, relativ früh in den Titelkampf da gepackt gegen Matej Sanikidze, aber der hat halt auch vorher super performt, muss man noch sagen. Ich glaube auch eher so ein Octagon-Eingewächs. Und George Staines ist der Gewinner der Octagon-Challenge. Irland gegen England. Hatte gegen Dennis Frimpong dann gewonnen. Und steht jetzt, glaube ich, 2-0. Ja. Ja, genau. Konnte dann auch seinen zweiten Kampf bei Octagon gewinnen. Krasser Sprung, muss ich sagen, jetzt zu Jakub Tichota. 23 Jahre jung. Der sieht groß aus. Sehr schwer. Steht leider nicht dabei. Ach doch, hier 1,85. Ja, im Lightweight schon eine Ansage. Also wird schwer, glaube ich, gegen
Tischotter. Den Jakub Tischotter. Aber geiler Kampf. Also ich mag das halt auch so, mal die jungen Wilden aufeinander zu hetzen. Kann man auf jeden Fall machen, wie gesagt, guck mal, der steht jetzt 2-0, der andere kommt aus 2 Niederlagen, hat halt deutlich mehr Erfahrung, aber aus den 2 Niederlagen muss man halt sich halt erstmal holen, ja, also Matchmaking on point, würde ich sagen, also ich sehr geiler Kampf. Guck ja auch nicht zum ersten Tag MMA, also das erste Mal MMA und weiß, don't judge a book by its cover, aber optisch überzeugt er mich auf diesem Topology-Bild gar nicht. Hat so ein bisschen Brandon Moreno-Vibes da, ja. Sieht richtig aus, ob der Hauer bekommt, aber ich bin gespannt. Dann haben wir laut dem Octagon-Ranking Sané Kiezer, den gerade erwähnten, gegen Jack Cartwright. Den habe ich auch mal gesehen. Der stand in einem Main-Event in England, kann das sein? Genau, ich glaube, da hat er gegen Jonas Magath damals gekämpft. Hat er auch verloren. Das ist ja dieser Däne, oder? Gegenüber 5 Runden. Ja. War ein guter Kampf. Nicht gesehen. Aber die haben sich, das war da war auch böses Blut drin, ne? Naja, Jonas Magath macht immer so ein bisschen Show, aber jetzt auch nicht krass. Also wirklich ganz böses Blut gibt es, glaube ich, bei dem nicht. Der Jack Cartwright ist ein weirder Dude, muss ich sagen. War auch ganze Weile lang Cage Warriors Champion. Ich glaube, der hat da seinen Titel 3-4 Mal da verteidigen können. Aber hat dann bei der Contender Series verloren. Nee, doch, du hast recht. Ich dachte gerade, das wären die Amateurkämpfe wegen dieser Lücke, aber da sollte eigentlich Werbung stehen. Genau, aber bei der Contender Series habe ich auch gerade interessiert wahrgenommen. Ja, das ist krass, was du im Kopf hast. Ich bin wirklich beeindruckt, Thomas. Lass dir das mal gesagt sein. Ich hab ein Sieb im Kopf. Sowas rieselt bei mir auf jeden Fall durch. Bist du noch da? Ja, ich höre dir zu. Sprachlos durch die. Wolltest noch mehr Lob haben? Nee, mehr kriegst du nicht. Kannst wieder weitersprechen. Ja, bin gespannt. Also, der war schon giftig so. Attitude habe ich wahrgenommen. Kämpfe, glaube ich, noch nie gesehen. Cage Royals Champion wirst du halt auch nicht einfach mal so. Ist auch die Gewichtsklasse, in der er jetzt aktiv ist, weiterhin, ne? Champion bei Cage Royals. Moment, guck, hier siehst du jetzt links diese Informationen, wann er Challenger war, Tournament Champion hier. Dort hat er dann vermutlich seinen Titel geholt. Genau, und dann siehst du halt die 2 Titelverteidigungen. Ja, war im Bantamweight Champion und das ist doch jetzt genau. Mathis Sanekice ist jetzt aber auch im Bantamweight. Ah, okay. Hatte er beim letzten Mal sein Debüt gegen unseren deutschen Vertreter. Mir ist leider gerade der Name entfallen, aus dem Spitfire Berlin. Den habe ich auch live in Frankfurt gesehen, glaube ich. Farbod Iran. Genau, Iranizad, ja. Ja. Eckelin gegen Brosch, ich erinnere mich, da wurde er halt richtig platt gerungen. Ja, aber das war für mich klar, so, weil Farbod ist halt auch ein ekelhafter Grinder bei seinem Ring. Ist halt für Mathe der beschissenste Kampfverlauf gewesen, den man sich hätte vorstellen können. Ist halt ein krasser Striker, aber kam halt mit Farbod so gar nicht klar stilistisch. Ist halt eine Niederlage, die man jetzt so wegstecken kann, meiner Meinung nach. Aber das hat halt vorher zeigen können, was er für Qualitäten hat. Ja, und das ist ja auch nicht der Stil von Cartwright, oder? Das ist doch giftiger Boxer, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass der auch gerne mal ein bisschen grinden möchte. Okay. Also wahrscheinlich wird er es probieren wollen, gerade nach dem letzten Showing. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass der im Stand mit Mathis Sanekice sein möchte. Weil der ist schon sehr gefährlich, gerade jetzt auch noch im Bantamgewicht. Der Kerl ist ja riesengroß. Ist es sein Debüt? Nee, Farbod war auch schon Bantam. Genau, Farbod war der erste Bantam-Gewichtsfight jetzt für ihn. Okay, da wirkte er halt schon auch nicht so mega kräftig, ne? Nee, also man hat halt auch gesehen, dass Farbod halt, sag mal, gerade für einen Ringer halt die perfekte Frame hat, ja, so ein kleiner, stabiler Kerl, der ist halt gefühlt so breit, wie er hoch ist. War halt perfekt halt für Farbod, ja, also ich glaube, für Farbod war es auch super nach dieser ja eher misslichen PFL-Niederlage, wo da wieder Headkick ausgenockt worden ist. War sehr schade, weil ich hatte Farbod schon als einen der Favoriten da gesehen im Turnier. Aber ja, nimmt man halt mit, ja. Ich sehe gerade, hier sind auch Wettquoten mit angezeigt. Die sind mir vorhin noch nicht aufgefallen. Seine Kitze war auch richtig großer Favorit gegen Farbod. Ja, ist halt so ein bisschen die Frage irgendwo, also klar, du hast jetzt von der Frame gesprochen, die Farbod hat und so, aber ob vielleicht auch diese Resignation irgendwie vor diesem Stil schon auch durch Ermüdung vielleicht ein bisschen
entstanden ist. Also ich hätte mir schon Sorgen gemacht, wenn das halt so ein Hühne ist, 1,83 im Bantamweight, wie, also klar, der ist schlaksig so, aber wie sehr wird halt auch irgendwie ein Cut seine Kräfte beeinflussen, seine Nehmerqualitäten und so. Ist halt, sah auch deutlich frustriert aus, finde ich, in dem Fight. Also hat gemerkt, dass er irgendwie ja kein so ein richtiges Mittel dagegen gefunden hat, dass er immer wieder zu Boden ging. Schwierig. Ja, aber ich, Bauchgefühl sagt jetzt auch, ey, ein Ex-Champion. Also wenn du halt schaffst, gut zu rehydrieren, ist natürlich ein harter Cut. Ja. Vermutlich. Aber mega Fight wieder auf der Karte. Ja. Also wie gesagt, also die Fightcard für mich ist echt Fightcard des Jahres von Octagon. So von der Qualität der Kämpfe her, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da dieses Jahr nochmal was rankommen wird. So Frankfurt hat halt einen größeren Hype-Level. Ja, okay, da sind auch ein paar coole Kämpfe. Aber die Card hier, die wird komplett rasieren, glaube ich. Ich war bisher noch nicht so mega hyped, aber angucken werde ich es mir definitiv und lass mich sehr gerne von deiner Einschätzung überzeugen. Das, also mich würde es wirklich schockieren, wenn du sportlich enttäuscht sein wirst von dem Ding, weil da sind echt kranke Leute mit drauf. Nee, das glaube ich auch nicht. Gerne mal Hinweis, also jetzt im Chat gerne auch, aber vor allem irgendwie auch in den YouTube-Kommentaren. Habt ihr Bock auf ein Watch Together? Ich meine, es läuft bei The Zone, es läuft tagsüber, kann man ja schon auch theoretisch machen, sich das gemeinsam im Stream zu geben. Was kannst du mir zu Ron und Sicking sagen? Glaube ich auch beide. Gar nichts. Aber ist auch Underground Rules Fight, schaue ich mir nicht an eigentlich. Was bedeutet das? Also, das sehe ich auch das erste Mal. Macht Octagon sowas öfter? Die hatten tatsächlich mal damals sogar eine eigene Show dafür. Ich glaube, das war auch eher Corona-Zeiten mäßig drin. Und das ist dann halt eigentlich, ja, die machen Box- oder Kickbox-Fights mit MMA-Handschuhen halt. Klingt für mich ganz geil. Ist nicht sowas für mich, muss ich sagen. Wie gesagt, ich komme ja auch einfach so beim Muay Thai Kickboxen so null rein irgendwie. Das ist... Okay, ne, für mich ist, ich werde richtig hellhörig. Also, wer so 4 Unzen Muay Thai bei One, shut up and take my money. Ich bin sofort dabei. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein vergleichbares Niveau wird, ehrlich gesagt. Aber hey, ich bin interessiert. Also, okay, habe ich auf dem Schirm. 4 Unzen Striking-Duell. Ich werde kein Bier kaufen gehen und irgendwie oder irgendwie was kochen gehen oder so, ich werde mir das geben. Aber es gab auch schon Underground-Fights, die waren mit 10 Unzen Boxhandschuhen, ja. Also, wenn du jetzt doch Boxhandschuhe siehst, nagel mich nicht fest. Dann bestimmt. Ich habe bloß Underground gelesen und öfter war das dann halt mit MMA-Handschuhen, also 4 Unzen. Das sind halt, also hier steht jetzt Catchweight, aber ich habe eben was von Light Heavyweight gesehen, sieht man auch irgendwie an der Statur, auf jeden Fall massige Jungs. Ja. Mit 4 Unzen ist halt schon krass, aber ey, klar, gibt es Leute, die sich das geben wollen. 1,88, 1,93, 43 gegen 44 Jahre alt, das ist halt schon wieder so. Okay. Naja, gut, ich lasse mich überraschen. Okay, Ron kommt aus dem Schwergewicht laut Octagon und Sicking aus dem Light Heavyweight. Vielleicht einigen sich ja irgendwie bei, keine Ahnung, 110 Pounds oder so. Lengal gegen Corey Fry sagt mir auf jeden Fall auch beides was, aber ich muss meine Erinnerung irgendwo auffrischen, was vor allem Lengal zuletzt gemacht hat. Vermutlich bist du schneller als ich hier durch. Lengal hatte auf jeden Fall den, jetzt ist mir sein Name entfallen, den Michael Degaschek aus dem Team von Hafeni Nafuka, in einem wirklich geilen Striking-Duell ausgenockt. War dann jetzt auch kurzzeitig eingeplant. Genau, er war sogar drin im Turnier, hat gegen Daniel Torres da verloren. Aber über die Runden ist auch ein Ding, was man erstmal machen muss. Ist auch ein Typ, der gerne ballert. Gegen Samuel Bark auch einen sehr knappen Fight gehabt. Mhm. Samuel Bark, glaube ich, hat jetzt auch einen, ich glaube, einen UFC-Vertrag sogar bekommen, wenn ich mich nicht irre. Krass. Warte, Polish ist noch nicht hinterlegt. Er war bei UAE Warriors kurzzeitig. Aber ich würde sagen, der hat jetzt tatsächlich einen UFC-Vertrag bekommen. Sowas hatte ich mal aufgeschnappt auf Instagram vor ein paar Wochen. Ja, krasser Boxer. Also Vlado Lengal guckt man sich sehr gerne an. Der geht nach vorne, der hat Bock auf eine Ballerei. Für mich immer noch so ein bisschen Dream-Match-up. So Vlado Lengal gegen, wie heißt er? Der Typ, den Corey Fry besiegt hat. Dennis Ilbay. Dennis Ilbay. Heute habe ich es ein bisschen schwierig. Das wäre auf jeden Fall ein richtig geiler Kampf, weil die beiden würden sich halt ja, komplett fetzen beide. Gegen Corey Fry trotzdem super cooles Duell. Ich fand Corey Fry eigentlich
sehr überzeugend, gerade auch gegen Ilbay, dann halt gegen Max Holzer eine Niederlage eingefahren, aber ich fand, hat sich auch trotzdem da auch beherzt wehren können. So klar, Max Holzer, da hält man auch einfach große Stücke drauf, eine Niederlage, die man mitnehmen kann, aber auch das wieder ein Fight, der mich einfach interessiert, der Bock macht, wo ich denke, okay, ja, die kommen auf jeden Fall beide nicht, um einfach noch einen Kampf weiter in ihrer Karriere zu machen, sondern halt, um ja, Siege einzufahren und ja, weiter nach vorne zu kommen in der Karriere. Was sagst du zu Dagercheck gegen Ilbay, wo ich gerade die beiden Namen nebeneinander sehe oder wie Ilbay erwähnt haben und ich seinen Namen lese? Boah, schwierig. Michael Degaschek war ja jetzt auch eine Weile bei uns mit. Ist ein 1,98. sehr guter Striking-Coach, muss ich sagen. Der macht jetzt ja auch sein eigenes Gym auf in München. Ist schon crazy gut, hat eine sehr gelassene Ader und kämpft halt auch sehr geil. Der hatte Lado Lenga auch sag mal, das eine Mal an der Rande der Niederlage. Sehr präzise im Striking, konnte ja auch den Nico Serbesis relativ früh ausnocken. Klar, Nico Serbesis ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er der beste Striker ist, aber trotzdem ein Statement-Sieg, muss man sagen. Am Boden würde ich es tatsächlich irgendwie bei Dennis eher sehen, auch wenn er halt ein Boxer ist, muss ich sagen, der weiß schon, was er am Boden tut. Ja, und halt, ja, auf Distanz auf jeden Fall Degacheks Fight. Geht's in den Infight, dann ja, wird es, glaube ich, bei beiden eklig werden und ich glaube, da könnte auch beide Knockout gehen. Aber ich glaube, Degacek ist gut daran beraten, den Kampf auf der Distanz zu halten und ja, ihn von außen zu bearbeiten. Laut Topology 1,78 groß. Ich habe den so von der reinen Statur als noch größer irgendwie eingeschätzt. Ja, Dennis Ilbay war halt auch im Boxen stets kleiner, ne? Oder fast immer. Der wird schon, also der weiß schon, wie man mit so einem Passgang gut die Distanz verkürzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Degacek schafft, 15 Minuten lang gegen Dennis Ilbay in seiner Distanz zu kämpfen. Nee, auf gar keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Also ich kann Degacek nicht gut einschätzen. Aber die Hoffnung würde ich mir halt, wenn ich jetzt für ihn routen würde, nicht machen, dass das zumindest 15 Minuten klappt, dass er das lange Phasen in diesem Kampf schafft. Ja, ich bin gespannt. Ich denke auch, der Kampf geht auf jeden Fall vorzeitig aus. Also, die haben beide die Knockout-Power. Du siehst mich bei Skype nicht mehr. Das ist Nee, ja ist schwarz. Nebensache. Ich sag's nur. Ja, also kann ich. Jetzt bist du wieder online auf Twitch. Und da sieht man mich auch. Sieht man mich bei Twitch noch? Ja, oder? Ja. Oh Mann, ey. Hier hast du mich auch wieder bei Skype zurück. Ach ja, ich warte so krass auf den Tag, an dem hier endlich Glasfaser hinterlegt ist. Und hoffe, dann ist es besser. Also, ich habe es eben schon zu Thomas gesagt, er hört mich sehr viel schneller, als ihr mich wieder seht. Ich bin per LAN-Kabel verbunden. Ich habe eine Telekom-Leitung, eine eigentlich auf dem Papier ganz gut aussehende. Ich wohne in der Innenstadt einer Landeshauptstadt. Jedes meiner Geräte ist aus dem WLAN draußen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Also ich habe mich auch eingelesen, wie kriegt man einen Stream stabiler? Was sind die besten Einstellungen für Twitch, für OBS? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas überlesen, aber ich glaube, eigentlich ist es ganz gut. Keine Ahnung. Ganz, Na, du ganz. kannst halt nicht viel machen, gerade so in der Innenstadt ist halt immer schwierig, weil du dir so oder so eine Leitung teilen wirst mit anderen. Klar kriegst du eine bestimmte Bandbreite, aber die bringt dir nicht viel, wenn, sag mal, die Daten, die du übermitteln willst oder empfangen möchtest, an irgendeiner Stelle warten müssen, weil da gerade jemand anders noch davor kommt. Ja, es muss nicht Das ist halt alles immer ein bisschen gehen. schwierig, gerade halt zu so Stoßzeiten wie halt so abends. Da sind halt die meisten Leute dann auch nochmal am Handy, am Laptop, spielen Spiele oder sonstiges. Und das wirst du nicht ausmerzen können. Das Versprechen mit Glasfaser, dass das da auch nicht so ist, ist halt eine Lüge. Muss man halt auch so klar sagen, weil auch da hast du halt nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern. Klar deutlich mehr, aber gerade in einer Innenstadt von einer ja, nicht ganz so kleinen Stadt, da wird es schwierig. Ja, Also ich so. wünsche dir trotzdem das Bessere, es wird auf jeden Fall auch besser werden, aber es wird niemals so sein, dass man sagen kann, ey, ich habe jetzt hier ja, rund um die Uhr perfekten Empfang und alles ist top, weil Ich das glaube, ist leider nicht ich möglich. hab dir das mal offstream erzählt. Sebastian, der natürlich auch
von zu Hause aus viele wichtige Streams hat und so, bei dem natürlich ein Weltuntergang wäre, wenn da irgendwie die Leitung zusammenbricht, weil während der irgendwie einen WWE-Superstar interviewt oder so. Hat mir mal erzählt, dass du eine Gewerbeleitung anmelden kannst, was mir... Genau, dann war. Kriegst du auch Prioritätsrechte. Genau, da kriegst du Prioritätsrechte. Und ich habe ja eine gewerbliche Tätigkeit, auch wenn es eine kleine nebenberufliche Tätigkeit ist, aber vielleicht sollte ich da auch mal so dreist sein, wenn ich ohnehin meinen Internetanschluss ändere zu Glasfaser, da eine Gewerbeleitung einfach zu holen. Wäre halt schon frech, da Leute weg zu verdrängen, aber das kann ja nicht so weitergehen. Naja, wir waren bei... Naja, was sollen die drei Leute in deinem Livestream machen ohne dich, ja? Also wenn du dann nicht da bist. Die Hoffnung ist, dass irgendwann zumindest 30 sind und keine Ahnung, also ich arbeite halt auch von zu Hause, da stürzt es halt schon auch manchmal ab und das, ja, ist schon nie so cool. Also selbst wenn du nur faul auf dem Sofa liegst, eine Serie schaust und das Ding plötzlich lädt und du fragst dich, was ist denn los, ich habe nichts gemacht und das Internet eine Sekunde weg ist, kriegst du halt schlechte Laune. Also ich zumindest. Ich lasse mich von sowas auch viel zu sehr emotional beeinflussen. Ich kriege ja direkt Hass, aber naja, lass uns zurück zum Thema kommen. Dengacek gegen Ilbay wird geil. Da habe ich auf jeden Fall Bock, das hoffentlich live in Frankfurt zu sehen. Bisher wurde meine Medienakkreditierung noch nicht bestätigt, aber wird schon. Kalaschnik gegen Palaiologos, ein Kampf, den ich auch so ein bisschen einschätzen kann. Also ich habe Kalaschnik gegen Stolze kennengelernt, du sicherlich nicht, aber nee. Ja, halt so ein bisschen aufgeschnappt, was der statistisch kann. Palaiologos kann ich schon so ein bisschen besser einordnen. Den habe ich gegen Eckerlin gesehen, den habe ich gegen Jungwirth gesehen, den habe ich gegen Dulatov gesehen, also da kann ich schon so ein bisschen mehr mitreden. Ich gucke mal gerade in den Record. Vielleicht gibt es da sogar noch so ein paar Kämpfe, die ich gerade vergessen habe. Aber na, ich kenne auf jeden Fall seine Stärken. Kalaschnik ist schon ein klarer Striker, oder? Nee, tatsächlich eher nicht. Okay. Hat auch Jungwirth damals, glaube ich, innerhalb von 40, 50 Sekunden oder so ausgechoked. Ging richtig fix. Und ja, ein rundes Package tatsächlich eigentlich. Ich hätte auch gedacht, dass er bei Niklas offensiver ins Ring reingehen wird. Wollte er ja natürlich auch irgendwann initiieren, aber hat dann trotzdem ganz schön viel mit Niklas gestrikt. Ja. Hat mich gewundert, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich sehe ihn dann doch eher als Ringer. Also ich kenne doch nur die drei Kämpfe von Palaiologos. Luis Glissmann Decision, okay, interessant. Hast du den Kampf im Kopf? Also da hat sicherlich ja, wenn Glissmann eine Decision gewinnt, der Kampf auch phasenweise am Boden stattgefunden, oder? Oktagon 40 war, glaube ich, sogar das in München, oder? Sekunde. Dann war ich, glaube ich, sogar vor Ort. Nee, Ostrava. Nee, das war dann 41, glaube ich, in München. Naja, ja, gut, aber trotzdem, über die Punkte. Also, ich hätte ihn garantiert gesehen haben, aber erinnern kann ich mich aktiv nicht mehr dran. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall im Zuge des Game Changers damals. Hat auch Jungwirth in einer Minute ausgechoked. Keine Ahnung von dem Kampf. Aber gut, 2021, Christian Jungwirth macht ja schon auch einfach große Fortschritte. Also, der war vor 3 Jahren schon noch ein deutlich anderer Kämpfer. Natürlich kannst du das auf alle Leute beziehen, aber ich glaube, der ja, wie soll ich sagen, die Differenz, halt der Fortschritt, den er in den letzten 3 Jahren gemacht hat, ist, glaube ich, beachtlicher als bei vielen anderen Kämpfern, einfach weil er noch so jung in der Karriere ist. Vielleicht sollte man... Aber gerade in der Zeit wurde er halt auch bei den osteuropäischen Fans auch richtig beliebt, ja, also weil da ist er dann auch Short Notice eingesprungen, mal mit 2 Wochen, mal mit nur ein paar Tagen. Klar, dann kamen mal Siege, dann kamen auch mal Niederlagen, aber da hat er sich halt auch da schon in die Herzen gekämpft, ja. Also mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn es ja vielleicht auch eine 4-stellige Summe an Fans wird, die so sagen, ey, wir reisen jetzt so aus Tschechien an, weil wir halt Jungwirth da noch sehen wollen im Stadion, ja. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also auch Eckerlin, es steckt ja wirklich viele Leute an, einfach zu merken, was der an Leuten mobilisiert. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in Frankfurt einige ausländische Fans auch am Start sein werden. 100%. Aber ja, freut mich, dass die Region hier, die Region wird ja auch wirtschaftlich irgendwo davon profitieren und so. Sind die ganzen Hotels ausgebucht und so weiter. Vielleicht ja auch sogar in Wiesbaden, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist halt mit der Bahn 20 Minuten. Ja, was sagst du? Hast du einen Pick, einen klaren? Oh, eigentlich
Für mich Safecore Andrei Kalaschnik. Ich fand Palaiologos noch nie so krass. Ich hätte mich gefreut, hätte aber Dulatov so einen Stopper gegeben, aber der kam gar nicht darauf klar. Ja, gegen Jungwirth, das war halt ja, eine typische Jungwirth-Performance, halt viel abwarten. Ich finde, er ist deutlich defensiver geworden in den letzten Jahren. Und das hat man auch da gemerkt, so dieses, ja, zu, ich möchte jetzt technisch fighten, finde ich, hat da in den Kampf gar nicht gepasst. Ging dann auch gegen Palaiologos früh runter und ja, Ja. dann der Kimura, der hat ja den Arm und die Schulter da komplett zerstört. Ja, das habe ich auch live gesehen. Aber trotzdem denke ich halt, dass Kalaschnik dafür einfach zu hart im Nehmen ist. Ich meine mal, der TKO gegen Niklas, der war vielleicht auch für Leute, die jetzt sagen wir mal, Andrei Kalaschnik-Fans sind, vielleicht ein bisschen verfrüht. Ich fand es doppelt okay. Sah jetzt auch nicht so aus, als wäre danach noch groß was gekommen, sondern ja, eher so unnötige Schäden vermeiden. Gab's da Diskussionen, richtig? Da gab es Diskussionen, ja. Ich glaube, er hat auch selber erstmal noch diskutiert. Das ist ja auch nichts Unübliches, aber gerade aus der Ecke der Osteuropäer da haben sich da schon einige gemeldet, die gesagt haben, ey, hätte man schon noch mal ein bisschen länger laufen lassen können. Kann ich aber verstehen, weil er ja noch halb gestanden hat, ja, also, Ja, aber der hat schon okay. gut vor den Kopf bekommen. Also. Ja, also wie gesagt, für mich war die Stoppage auch völlig gerechtfertigt. Da wäre wahrscheinlich auch nichts mehr weitergekommen. Er hätte halt unnötig Schaden annehmen müssen. Voll in Ordnung. Aber ich glaube, gegen Palaiologos kriegt er das hin. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn er das via Submission beendet. Ja. Mich hat er bisher noch nicht so richtig überzeugt. Aber ja, der Jungwirth-Kampf ist gut, dass du nochmal durchgegangen bist. Ich hatte ihn auch in Erinnerung. Da war er ja eigentlich auch der Abwartende und hat Jungwirth. Also er wusste, Jungwirth wird drücken, aber du hast schon recht, er war nicht so kopflos, durchgehend in your face und das ja, war schwierig für ihn. Den hat er echt ganz gut ausgeboxt. Ja. Aber im Stand hatte er mich bisher noch nie so richtig überzeugt, muss ich schon sagen. Ich kann das Niveau Nee, von auf gar keinen Fall, Kalaschnik ja. im Stand nicht ausreichend einschätzen, um so zu sagen, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass der den outstrikt. Erstes Bauchgefühl wäre auf jeden Fall Palaiologos braucht einen Takedown. Aber wie gesagt, das mit dem im Stand Kalaschnik einschätzen, fällt mir letztendlich dann doch schwer. Das ist eher eine Bauchgefühlentscheidung. Naja, spannend. Gucke ich auf jeden Fall auch interessiert. Die Mädels kenne ich auch beide gar nicht. Podilova gegen Nee, Holanda. Podilova hat 11 UFC-Fights. Echt? Ja, hat eine ganz schön beschissene Bilanz dafür, aber hatte halt auch davon 8 Niederlagen in der UFC. Die war sogar zweimal in der UFC. Krass, will ich auf jeden Fall mal anschauen, gegen wen die so gekämpft hat. Vielleicht kommen da ja Erinnerungen. Gegen Ji-Jeon Kim hat sie auf jeden Fall gewonnen. Okay. Gegen die kleine Schewtschenko hat sie verloren. Ja, Nach dann, runtergerockt. ja. Eileen Perez, Joseline Sonst fällt mir auch Edwards. nichts mehr ein. Boah, gegen Eileen Perez, gegen Joseline Edwards verloren, aber okay, Split Decision zumindest. Wu Yanan besiegt, interessant, die ist gar nicht so kacke. Die sagen mir alle, achso, das sind die Octagon-Gegnerinnen, die sagen mir alle gar nichts. Die war ja schon auch lange bei Octagon interessant. Hat davor auch schon mal Auch eine noch vor dem ersten UFC-Run, glaube ich sogar. Escarmouche. Ja. Irene Aldana, Split Decision, ist eine gut gealtete Split Decision Niederlage. Ja. Okay, nee, kenne ich nicht. Man kann nicht alle nennen. Kennen Lina Landsberg gekämpft. Sollte gegen Lena kämpfen. Interessant. Nee, ist irgendwie, habe ich da einen blinden Fleck offenbar. Die hat es irgendwie geschafft, durch von meiner Wahrnehmung sich zu entziehen. Vielleicht habe ich die auch kämpfen sehen. Also 2019 habe ich schon UFC geschaut. Vor allem im zweiten Run müsste ich die Kämpfe ja eigentlich gesehen haben, Joseline Edwards. Es war ja letztes Jahr noch. Dieses Jahr hat die noch in der UFC gekämpft gegen Luana Carolina. Ja, krass. Nee, habe ich nicht auf dem Schirm. Genau, Kim ist die, gegen die Mandy verloren hat. Ja, und Cecile Boländer wird dir garantiert auch nichts sagen, aber die hat eine richtig stabile Amateurkarriere hingelegt als Frau. Die hat schon als Amateurin ganz viele Kämpfe gefinisht. Ich glaube, die meisten sogar via Armbar relativ früh. Ich glaube, die hat so einen Judoka-Background, so ein bisschen Ronda Rousey-mäßig. Und die ist schon dolle, muss ich sagen. Also. Imhoff.
WM gewonnen. Krass. Natürlich auch stark. Es sieht auch nach einer sehr langen Amateurkarriere aus, wirklich. Ich glaube, die hat 6-7 Fights oder so gemacht, ja. Ach so, ich dachte, da geht's noch weiter. Ja, aber trotzdem, ey, gute Bühnen. Immer auf Cage Race Academy. Interessant. Hast du einen Pick? Voll, guck dir mal die Zeiten an, ja, das ist halt wahnsinnig, ja. Also als gerade als Amateurin da die Kämpfe so schnell zu beenden, ja. Schon. Ja. Boah, ich glaube, es wird schwer für die Boländer. Ich glaube, dass die Pudilova, die ist zu erfahren, um mit der so Quick Business zu machen. Wäre krass natürlich, wenn man das macht, weil wie gesagt, auch das halt eine UFC-Veteranin, da kann man halt auch wirklich mal den Begriff Veteranin nennen, weil die hat halt 11 UFC-Kämpfe, ja. Sag mal, zwar bloß 3 davon gewonnen, aber wie viele UFC-Kämpfer kennt man, die halt nicht einen UFC-Kampf gewonnen haben und trotzdem halt diese Bezeichnung tragen, ja. Darum, also mehr Respekt dafür, krasser Fight, ja, aber ja, Bauchgefühl würde jetzt erstmal auf die junge Wilde tippen. Ach so, ich dachte, ja, Erfahrung ist viel wert, ey, kann man beides sich gut vorstellen. Bantamweight-Kampf auch, okay. Da war ja auch dieses Project Y im Bantamweight, ne? Weil ich immer das Gefühl hatte, dass bei Octagon nur Strohgewichte am Start sind. Also zumindest sie die einzige Division, der den Titel ausgekämpft wurde. Vielleicht schaffen sie ja doch irgendwie die Gewinnerin, wie hieß sie nochmal? Haifa gegen, wie hieß die Gewinnerin? Oh Gott. Das ist jetzt gemein. Egal, die Gewinnerin vielleicht hier gegen eine der beiden kämpfen zu lassen. Wer weiß. Ich glaube, Julia Dorni hat damals einfach ja, aufgehört. Also ähnlich wie eine Annalena Hübsch. Die hat auch gesagt, ey, MMA doch nichts mehr für mich. Eine Balingerin, die könnte vielleicht sogar bald ihr Comeback feiern, nach einer ganz, ganz üblen Verletzung, die sie damals erleiden musste. Aber ja, dazu vielleicht noch mehr an anderer Stelle. Hast du was quasi verraten? Trainiert, also ich folge Julia Dorni bei Instagram, jetzt nicht aktiv, dass ich mir irgendwie ihre aktive Profil aufrufe, aber ich sehe die irgendwie immer im American Top Team und so, aber okay, ist dann vielleicht schon ein bisschen her. Aber 13. Mai noch ein Bild aus dem Gym gepostet und ich glaube, ganz aufgegeben hat die nicht. Vielleicht ist. Na, aber ich glaube, das aktive Geschehen schon, oder? Also ich will sagen, die hatte schon jetzt eine ganze Weile keine Fights mehr. Da bist du doch nicht. Außer ich bin völlig falsch. Es können aber halt auch alte Fotos sein, das kann ja auch sein. 23 ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Hab mir eigentlich immer mal vorgenommen, mich mit der zu beschäftigen, sportlich. Hatte auch früher aufgeschnappt, damals hat es mir Sebastian erzählt, weil der im Kontakt mit der PFL so ein bisschen war, dass sie da gesigned wurde und so, hatte mich gefreut drauf, da hoffentlich eine erfolgreiche Deutsche zu sehen, lief dann ja leider nicht so super, aber hatte mich in dem Zusammenhang ein bisschen mit der beschäftigt, die hatte irgendwie einen Podcast und so und irgendwie scheint, ich glaube, die hat irgendwie auch einen Abschluss, irgendeinen Studienabschluss, ich glaube Psychologie oder so, also scheint eine schlaue Frau zu sein und sportlich ist sie natürlich auch, also der auf dem Papier sieht es sehr vielversprechend aus. Ist halt. Ja, aber wie gesagt, ich finde den Sprung halt immer ein bisschen gruselig von der GMC dann halt zur PFL. Ja, ist jetzt bei den meisten nicht so gut geglückt, muss man sagen. Aber wenn man sich dann halt die Profigegnerin von der Julia Dorni auch anguckt, die sie halt bei der GMC hatte, boah, die waren schon Müll, muss man leider sagen. So, dann kriegt sie eine Debütantin bei der PFL und wird da halt ausgenockt, ja. Aber halt eine, die den Sport ein bisschen ernster nimmt. Wie gesagt, ich glaube, das Problem ist halt, dass gerade diese wirklichen Aufbaugegner ja so eine falsche Sicherheit vermitteln, dass man also der Worldbeater ist und dann kommt das böse Erwachen leider erst in einem Kampf. Ich dachte, die wäre viel länger bei Invicta gewesen, aber die wollte der einmalig hin. Okay, wild. Ja, ey, aber sie ist in einem sehr guten Gym tatsächlich auch, finde ich, für ihre Gewichtsklasse. Also mit einer Vollkommen, und mit einer Jana Santos und so. Also da sind schon gute Frauen unterwegs. Wer weiß, ey, sich in so einem Gym da irgendwie den Grind mitzumachen, das kann halt schon auch richtig voranbringen. Ich glaube, wir sehen die nochmal kämpfen. Sagt mein Bauchgefühl. Aber. Ich denke auch, ja. Die hat auch Potenzial, wie gesagt, ich glaube. Wie gesagt, ich glaube, diese falsche Sicherheit, das ist echt ein Ding. Das konnte man jetzt vermehrt halt beobachten, gerade bei den Leuten, die halt ja, hauptsächlich tatsächlich leider, man muss es so benennen, bei der GMC halt
also Kanonenfutter bekommen haben, dass die halt, sobald es halt gegen Gegner ging, die halt nicht gleich umgefallen sind, mehr Gegenwehr hatten und auch den Willen hatten zu gewinnen, schon oft ganz dunkel wurde. Auch gegen Gegner, wo man eigentlich sagen müsste, okay, wenn man rein vom Skillset her ausgeht, könntest du die eigentlich schlagen, da war es wahrscheinlich dann eher eine Kopfsache oder vielleicht auch Cardio, was weiß ich. Ja, ey, der mentale Aspekt ist ein so wichtiger. Kann sein, dass es der war. Halbfinals sind das hier im Tippspot Game Changer Turnier, oder? Oder Ja, ist das genau. schon das Finale? Nee, genau, da oben ist ja auch noch ein Kampf. Lucien Cater gegen Mateusz Ligierski. Wahnsinniger Fight. Gerade nochmal Ligierski angeschaut, also den Rekord hier aufgerufen. Ich habe tatsächlich irgendwie ihn am wenigsten präsent im Turnier wahrgenommen. Also ich habe, glaube ich, alle Kämpfe geschaut. Und irgendwie ist er am ehesten was reine. Ich mache mir nie irgendwie zu Oktagon-Notizen, weil ich, glaube ich, einfach mir ein bisschen Spaß auch bewahren will und ich immer alles mittippen will und so. Und deswegen mache ich halt so eine Vorschau jetzt. Rein durch meine Erinnerung, und ich muss sagen, zu Legierski habe ich extrem wenige. Frisch mal vielleicht ein bisschen meine Erinnerungen auf. Ist der erste Lightweight-Champion bei Octagon gewesen, musste den Titel damals kampflos abgeben, ich glaube, weil er den eine Zeit lang nicht verteidigen konnte. Weil. Hatte, glaube ich, einmal einen Zwischenstopp bei KSW, der ging, glaube ich, nicht ganz so gut aus, bei Octagon aber selbst ungeschlagen. Dynamite, nicht ohne Grundspitzname, auch wenn man den eher vielleicht als Grappler einordnen möchte, hat der unglaubliche Power, der Typ. Also ich glaube, auch wenn der Cater trifft, dann wird auch bei Cater mal das erste Mal vielleicht ein Lichtlein ausgehen. Aber ganz, ganz wilder Kampf. Also, boah, also das wird so nach vorne gehen und niemals wird dieser Kampf über die Runden gehen. Also wirklich, also das würde mich krass wundern. Also das wird Feuerwerk von der ersten Sekunde an, weil die beide so ein extremes Tempo fahren. Wie gesagt, ich glaube, wenn es auf den Boden geht, dann hat Legerski klar die Nase vorne. Im Stand ist das keine klare Sache. Da habe ich ein bisschen Angst, dass wenn Cater halt sich zu selbstsicher ist, dass er bei Legerski da ja, eine Faust reinläuft, die er so noch nicht gespürt haben wird. Aber auch einem Lohsen Cater traue ich alles zu. Also das ist für mich halt, ja, gefühlt schon seit 2 Jahren jetzt mittlerweile, so der Typ, den ich eigentlich als nächstes so in der UFC sehe und auch wirklich erfolgreich in der UFC sehe. Kein Typ, wo man sagt, ja, okay, der wird immer so irgendwo vor der Top 15 irgendwie rumdümpeln, sondern nee, der wird sich da etablieren, weil das ist halt auch ein Charakter. Der hat seinen eigenen Einlaufsong, der weiß sich zu vermarkten, so, der hat einen attraktiven Kampfstil, der bringt alles mit und dazu halt auch noch so die Attitude, glaube ich, und den Kampfeswillen, dass er halt sich nicht brechen lässt mental. Also das sehe ich bei dem nicht, weil der kommt halt wortwörtlich aus der Gosse, hat auch viel Scheiße gemacht, hat dafür bezahlt, saß selber im Knast. Ich Weißt du glaube, warum? war auch kurz da, war, glaube, kurz davor sogar abgeschoben zu werden. Naja, Kriminalität halt, Drogen, glaube, alles sowas, Gewaltverbrechen. Jetzt nichts krank Extremes, aber halt so, ja, jugendlicher Jugendliche Ghetto-Stuff, Scheiße, okay. wenn man es danach abtun will. Hat die Kurve dann aber bekommen, ist halt auch Octagon super dankbar, dadurch, dass die den halt eine krasse Chance gegeben haben, den auch gut mitvermarktet haben. Hat auch diesbezüglich sogar schon mal einen UFC-Deal abgelehnt, Ja. weil er halt auch meinte, ey, ich schulde Octagon irgendwie was, dass die halt mein Leben verändert haben. Rechne ich dem hoch an, das kaufe ich dem sogar auch ab, weil ich glaube, der hätte jetzt auch nicht nur so einen Standard-UFC-Deal zu Beginn bekommen, weil der halt auch die ganzen Rankings in Europa schon seit ja, nicht erst ein paar Monaten anführt. Ich könnte mir schon aber auch vorstellen, dass die UFC, obwohl sie weiß, wie attraktiv der ist, weniger bietet als vielleicht jetzt bei Octagon Als verdient Octagon, ja. und das halt sagt, ja, Ja, aber du weißt doch, wenn du 100%. hier dann 4 Kämpfe, die wir dir zu Beginn geben, gewinnst, dann kannst du hier halt nochmal potenziell sehr viel mehr verdienen als bei deinem jetzigen Arbeitgeber. Vielleicht war das schon auch ein Aspekt von Cater zu sagen, ey, Stand jetzt bin ich aber finanziell so zufrieden bei Octagon. Aber es kann ja auch eine Kombination beider Gedanken sein. Ja, und der ist halt auch noch super jung. Ich glaube, der ist
26, 27 Jahre alt. Mhm. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ich gucke mal ganz fix nach nebenbei. Ja, kann ich auch parallel, dann sieht der Chat mit. Ja, keine Ahnung, also ich... Ja, 26 Jahre alt, das ist halt Wahnsinn, ja. Dass der gefühlt jetzt noch nicht mal so in seiner wirklichen Prime angekommen ist und ja, schon so ein gestandener Profi ist, mit wirklich crazy Namen auch im Rekord. Ich meine mal, was der mit Ivan Buchinger gemacht hat, das haben bisher wenige geschafft. Zuletzt halt nur Ali Eskiev, aber auf den hört man halt ähnlich große Stücke. Crazy Typ. Also ich bin dankbar, dass ich den habe nicht nur einmal live habe kämpfen sehen, weil ich glaube, da werde ich in ein paar Jahren nochmal zurückdenken und so sagen, ey, der ist jetzt vielleicht sogar mal UFC-Champ, ja, und ich war bei seinen, ja, so mal wegweisenden Schritten auch einfach so mit dabei. Ja, Anfängen ist ein falscher Begriff, aber ja. Ja, ich müsste Legierski nochmal bewusst striken sehen, um irgendwie mitreden zu können, was ich dem im Stand gegen Keita zutraue. Es ist halt ein Lightweight-Kampf, ne? Also ich glaube schon, dass Keita deutlich besser im Federgewicht aufgehoben ist, das muss ich schon sagen. Klar, die Handspeed ist irgendwo auch wertvoll, aber ich hatte auch das Gefühl, gegen Zardari hatte er am Boden schon auch mit der Füße so ein bisschen Probleme. Wenn du jetzt sagst, Legierski ist Grappler und natürlich ist Lightweight, ne, der hat keine Federgewichtskämpfe, kann es natürlich schon auch schwer sein. Ich Crazy Fighter aber auch, also wirklich, also freue ich mich, glaube ich, von der Karte mit am meisten drauf. Ich mag Keita, aber ich glaube irgendwie schon, dass ich auch so einen kleinen Upset feiern würde, ehrlich gesagt, und irgendwie einen Legierski-Sieg abfeiern würde, weil der ist ja immer noch im Federgewicht. Die Nummer und sein Name würde ja jetzt nicht irgendwie zerbröseln, wenn der jetzt hier in diesem Turnier im Halbfinale rausfliegt. So. Der muss ja nicht deklassiert werden. Wie du gesagt hast, bekommt doof eine Hand ab, geht zu Boden und dann wird halt per TKO abgewunken oder so. Ich wünsche es ihm nicht, aber ich fände halt, wie gesagt, so den kleinen Upset fände ich irgendwo aufregend. Ja, aber so oder so ist das, glaube ich, für keinen der beiden jetzt auch eine Niederlage, die man mitnehmen würde und sich so denkt, ey, boah, die wird mich jetzt krass zurückwerfen, sondern ey, ja, jetzt treffen halt auch mal so die Top-Elite-Fighter da aufeinander. Und das ist ja auch das Attraktive an so einem Game-Changer-Turnier, was man halt auch sagt, ey, bei der PFL, okay, ist auch super mit den Turnierbäumen, weil da hast du halt keine Wahl. Ja, gewinnst du, kommst du in diesem Turnier weiter und musst dann halt zwangsweise gegen den nächststärkeren im Turnier auch ran. Ja, außer natürlich der verletzt sich oder sonstiges. Und das hat man da halt auch und diesen Turniercharakter, ich finde, das gibt immer noch einen ganz anderen Vibe. Darum fand ich das auch geil bei der Deutschen Meisterschaft beispielsweise, allgemein auch bei den IMAF-Turnieren. Ja. Wir machen das ja bei unseren Amateur-Events, die wir eigen haben, auch so, dass wir in Turnieren halt auch dann an einem Abend halt so einen Gürtel vergeben. Finde ich halt geil, weil ich finde, da steigt die Spannung einfach nochmal mehr, dass man halt so weiß, okay, die haben jetzt schon zwei, dreimal gekämpft, und wollen sich da in die Spitze klettern. Klar geht das da jetzt über Monate. Bei den Profis auch vielleicht auch keine dumme Entscheidung. Aber ja, bin ich irgendwie immer noch mal ein bisschen tiefer mit involviert, als ja, wenn das jetzt ein regulärer Einzelfight wäre. Kann ich voll nachvollziehen. Ich bin manchmal so ein bisschen überrascht von mir selbst, warum mich dann dieses PFL-Format aktuell häufig noch so kalt lässt. Weil an sich liebe ich auch so Turnierformate und irgendwie so klare Linien, was so Geschehnisse und so angeht. Ja, wenn du mal PFL-Show gesehen hast, dann weißt du auch, warum du nicht gerne einschaltest. Ja. Ja, aber guck mal, also bei einer PFL-Show oder bei einem PFL-Stream, da hast du halt gefühlt 40% wirkliche Kämpfe und 60% irgendwas anderes. Die werden aber auch da. Muss man leider so sagen. Die werden da auch noch dran lernen, glaube ich. Und das Event zwischen Ngannou und Ferreira und Cyborg und Pacheco und so, das wird krass. Da sind auch noch ein paar mehr Banger drauf. Da hatten, glaube ich, schon 4 Kämpfer, hatten die, glaube ich, schon verkündet. Ich habe mir, glaube ich, sogar einen Screenshot gemacht, weil ich überlegt hatte, im Stream ein bisschen drüber zu quatschen. Nee, hatte ich nicht, aber da sind ein paar richtig gute Kämpfer am Start. Weiß gerade aus dem Bellator vs. PFL war auch ein super Event, muss ich sagen. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, also, mir hat halt diese Aufmachung. Da waren auch geile Kämpfe mit drauf. Ja, ich fand die Aufmachung halt so kacke irgendwie. DJ und so, das wirkte für mich wie so eine cringige, wie so eine Firmenfeier, weißt du, wo so
Kerl, das meinst. Was macht dieser DJ da? Der passt gar nicht zum Vibe. So Dudes im Anzug, die sind halt hier ersetzt mit irgendwelchen Scheiß, die kein bisschen tanzen und im Hintergrund ist irgend so ein Typ, der so Hausmusik auflegt. Das war ganz eigenartig. Und dann plötzlich ist das Feuerwerk so. Hä? Also ich fand es weird, aber ich glaube, das lag halt auch ein bisschen an Saudi-Arabien. Also die scheißen halt noch rein, was irgendwie so den Entertainment-Aspekt angeht. Finde ich zumindest. Ich habe echt noch nicht ein Saudi-Arabien-Event gesehen, wo ich dachte, boah, auch gute Stimmung und so. Also wo soll die auch herkommen? Ja, gibt's ja auch nicht. Also die Zuschauer werden ja teilweise eingekauft und Ja. die Leute interessieren sich, glaube ich, gar nicht so richtig für das Event, was da ist, sondern das ist halt so, ja, ich gehe da hin, weil all die anderen reichen Scheiß gehen da auch hin. Da werden wir gesehen und dann fühlen wir uns irgendwie toll, aber so wirklich für das Produkt, glaube ich, interessiert sich da kaum einer. Glaube ich schon teilweise, dass da auch irgendwie Boxfans dann interessiert sind halt an Usyk gegen Na, teilweise ja, aber der Großteil der Leute davon eher nicht. Nee, glaube ich. Und vor allem sind das halt die Letzten, die da irgendwie so Fanchöre oder so anstimmen. Das kannst du halt vergessen. Ja. Und das macht es doch schon auch manchmal aus. So. Naja. Lass uns zu Mahmud Muradov kommen, der in Tschechien ja auf jeden Fall eine richtig große Nummer ist. Habe ich auch irgendwo verstehen müssen mit der Zeit. Ich glaube, viele Leute tun es nicht, aber als verkündet wurde, dass der zu Oktagon zurückgeht, hat das ja schon ordentlich Bass irgendwie erzeugt. Ja. Hat jetzt hier mit Scott Ashcam auch einen spannenden Gegner, durch dessen Record ich gerade mal so ein bisschen gescrollt bin. Trilogie mit Mamed Khalidov im Jahr 2020. Ein ehemaliger KSW-Champion auch. Und Khalidov ist halt ein richtiger Veteran so. Also das ist. Khalidov ist so die KSW-Legende schlechthin. Genau. Also ich glaube, es gibt keinen Namen, der größer ist eigentlich so. Gerade auch im osteuropäischen MMA muss man einfach sagen, das ist. Ja, der steckt halt so ein. Oh, jetzt habe ich wieder Wissenslücken. Nicht Wissenslücken, aber Gedächtnissperre. Was war Main Event hier bei dem ersten Stadium-Event von Octagon? Keine Ahnung, sorry. Ich versuche es mal ein bisschen zu übernehmen. Ja, heute scheint es langer Arbeitstag. Danke, dass du überhaupt noch hier bist. Das gucke ich jetzt aber kurz nach. Ich muss sagen, dass Khalidov auch schon 39 war, als der hier das erste Mal gegen Ashcam gekämpft hat. Vemola und Wey. Vemola. Ah. Carlos Vemola und Attila Wey. Ja. So, die beiden sind nichts gegen den Khalidov, muss man sagen. Niemals. Also da meine ich auch klar einschätzen zu können, dass ein Khalidov größer ist und ich bin nicht der krasse irgendwie europäische MMA-Head, aber Mamed Khalidov ist, glaube ich, der erste Name, den ich außerhalb von Deutschland überhaupt je kennengelernt habe. Tatsächlich. Und das ist, glaube ich, ein relativ typischer Verlauf. Also der hat wirklich Strahlkraft. Wie gesagt, war halt auch schon 39, als Ashcam hier 2019 gegen ihn gewonnen hat, was trotzdem beachtlich ist natürlich. Aber das sollte man vielleicht fairerweise dazu sagen. Danach hat Khalidov trotzdem noch zweimal gegen ihn gewonnen. Trotzdem wild. Und zweimal sogar fast mit der gleichen Kombination. Das war völlig wahnsinnig. Ja, sieht auch sehr ähnlich aus, ja. Flying Switch Kick und Flying Kick. Also es war fast 1:1 der gleiche Kampf, nur halt in einer anderen Runde. So kann es gehen. Interessant, war mir nicht so bewusst. Bei der UFC war er ja auch schon gegen Jack Hermanson gekämpft. 2016, großer Fan von Hermanson, aber ich glaube 2016 habe ich den noch nicht verfolgt. Christoph Jotko auch, natürlich auch namenhaft. Hat auch gegen Luke Barnett gekämpft, habe ich hier gerade gesehen, noch auf britischer Ebene hier, zurück nach der UFC-Karriere. Interessant, was kannst du stilistisch so zu ihm sagen, wenn du offenbar auch die Khalidov-Kämpfe kennst und so? Ich weiß gar nicht, wie man den genau einordnen soll. Ich finde, das hat sich so ein bisschen gewandelt bei ihm. Okay. Ich finde, er war damals eher ein Striker und ist dann ja eher ein auf den Ringer geworden. Also hat sich so ein bisschen ins Wrestling verliebt. Schwierig einzuschätzen, muss ich sagen. Ich habe den letzten Kampf von ihm leider auch nicht mehr so krass in Erinnerung jetzt. Mark Dessies besiegt. Habe ich auch gerade so wahrgenommen und irgendwie, ich glaube, den Kampf kenne ich nicht. Octagon 48. Er sollte ja auch gegen Kerim Engizer kämpfen. Wie gesagt, da war ich krass überrascht. War nicht mehr so überrascht, als der Kampf dann ausgefallen ist. Ja, das war für mich halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, ey, boah, das wird schon crazy schwer gegen einen
Scott Aitken dafür, Kerem. Ja, Marc Dussis hat er schon dominant besiegt, muss man leider sagen. Also da hat er nicht so viel Lichter sehen können. Ja, mit der Erfahrung. Also ich glaube, Marc Dussis kommt schon viel über Physis und irgendwo Kämpferwille und so. Wenn du dann halt jemanden hast, der schon die UFC-Bühnen kennt und Mamed Khalidov irgendwie dreimal gegenüberstand, das wird halt auch echt schwer. Wenn aber ich glaube auch Short Notice damals eingesprungen. Also ja, er rechne ich ihm auch an. Ich glaube, Marc Dussis hat auch eine ganz gute Attitude, was so das den heran, das, also das, ja, wie er einfach Kämpfe angeht, glaube ich schon, dass der mental ganz gut eigentlich aufgestellt ist. Fehlt halt phasenweise noch so ein bisschen an Skills, aber das ist ja auch jemand, der spät mit dem Sport angefangen hat und so, ne? Von daher finde ich es irgendwo immer auch zu einfach zu sagen, ja, stilistisch gibt es so viel bessere. Ist halt trotzdem. Ich hoffe ja insgeheim auf Marc Dussis gegen Alexander Popek in München Ende des Jahres. Verstehe ich. Das ist ja ein sehr interessanter Kampf, muss ich sagen. Ja, und Mahmut Muradov ist halt, wie gesagt, eine tschechische MMA-Legende offenbar. Kennst du, vielleicht kennst du diese Gerüchte irgendwie, was so schwulen Pornos und so ein Kram angeht? Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ey, ohne Scheiß, und das habe ich so oft schon irgendwie gelesen, es muss entweder ein ganz, ganz eigenartiger Insider sein. Ich habe das irgendwann mal gegoogelt und da auf jeden Fall auch Berichte zugelesen, die halt jetzt nicht so von super seriösen Seiten waren. Aber der hat wohl irgendwie eine Zeit lang, ohne derartige sexuelle Veranlagung zu haben, aus Geldsorgen sich irgendwie für so schwulen Magazine ablichten lassen und so. Also der ist wohl auf so ein paar Covern von so schwulen Zeitschriften als Familienvater, als Heterosexueller, weil er halt einfach Kohle brauchte. Da gibt es dann, kann sein, dass das dann halt auch so ein stille Postprinzip ist und dieses Gerücht aufgeblasen wurde ohne Ende. Aber ich habe irgendwie, während der in der UFC gekämpft habe, aufgeschnappt, dass der irgendwie auch in Pornos mitgemacht hat und so im Kram. Also das sage ich jetzt auch nicht mal so Let's go. Wie lustig so. Also ich glaube, wenn du so eine Story Leuten erzählst, dann ist halt der erste Impuls in der Regel so Gelächter und sich irgendwie drüber lustig machen. Aber wenn das wirklich als heterosexueller Mann aufgrund von Geldsorgen durchgezogen wurde, Junge, das ist eine so düstere Geschichte. Ich hoffe, ich habe es ausreichend dargestellt, dass ich das irgendwo auch aufgeschnappt habe und nachplapper und irgendwie auch nach wie vor so ein bisschen skeptisch auf diese Geschichte blicke. Ihr könnt ja gerne auch mal irgendwie ein bisschen googeln, man findet da irgendwie Kram zu. Keine Ahnung, ich dachte, vielleicht kannst du mir sagen als Octagon-Head, ja, ja, ich weiß davon und das war wohl echt so wild auf jeden Fall. Muradovs Zeit bei Octagon ist ja auch schon vor dem gewesen, wo ich überhaupt angefangen habe, Octagon wirklich krass aktiv zu schauen. Also ich habe das gar nicht mehr so mitbekommen. Kann sein, dass ich ungefähr angefangen habe, Octagon zu verfolgen, als da noch ein Fighter hatte. Aber ich will sagen, der war auch schon eine Weile jetzt in der UFC. Gar nicht so frisch. So wie ich es mitbekommen hatte, hätte ja auch eigentlich sein Vertrag noch verlängert werden können. Ich glaube, er wollte es bloß selber nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube mal, das ist wichtig, dass man nochmal gerade auch für die osteuropäischen Länder einfach so einen Namen hat, wo man weiß, ey, der wird auch, nachdem ein Vemola weggegangen ist, einfach auch nochmal Tickets verkaufen können. Weil ja auch die Osteuropäer da ja viel über Respekt und Legenden machen. Ich meine mal, wenn man sich mal anschaut, wie so ein Jiří Procházka da empfangen wird in Tschechien, das ist schon Wahnsinn, ja. Also da, ja, ich glaube, könnten Deutsche drüber träumen, dass da halt eine eigene Konzertbühne für einen aufgebaut wird und man da wie ein Volksheld auf einmal gefeiert wird. Beim Fußball vielleicht normal, aber für einen MMA-Kämpfer, glaube ich, die absolute Ausnahme. 100%. Ja, Tschechien ist schon sehr, sehr cool. Was das angeht, was die Begeisterungsfähigkeit für den Sport angeht, sind die auf jeden Fall gut dabei. Ja, und ich scroll gerade nochmal durch den UFC-Record, also hat da auf jeden Fall auch gute Leute geschlagen. Ich habe es parallel übrigens am Handy nochmal gegoogelt und finde direkt Sachen. Also ist auch Mahmut Muradov Gay habe ich gesucht und finde also auch einen tschechischen Wikipedia-Beitrag, wo Gay Pornu steht und so. Ey, ist wild, Mann. Also wie gesagt, wenn der halt einfach vor allem da eigentlich keine Veranlagung hat, das ist halt, ey, es ist eine richtig düstere Geschichte erneut. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Sportlich starker Grappler finde ich vor allem. Kräftiger Typ auf jeden Fall, sicherlich auch jemand, der im Stand sich beim besten Willen nicht verstecken muss, aber ich würde schon sagen, vor allem guter Grappler. Ja, schon eine Ansage sportlich, ne?
Ja, ich hätte auch gerne den Kampf gegen Abus noch in der UFC gesehen. Ich glaube, die waren ja auch ein, zwei Mal angesetzt auf jeden Fall. Wäre schon ein geiler Fight gewesen. Also. Ja, 100%. Das hätte schon Bock gemacht, safe. Also vor allem, weil es auch irgendwo europäisch ist, so ein europäisches Aufeinandertreffen wäre, hätte natürlich auch Abus irgendwie europaweit nochmal ein bisschen anders vorgestellt, aus einem anderen Licht, sage ich mal zumindest. Ja. Zweimal war der sogar angesetzt, interessant. Ja, wie alt ist Ashcam? Habe ich eben gar nicht geschaut. Wird, wenn man sich den Rekord anschaut, einfach auch nicht mehr der Jüngste sein, oder? Ich glaube auch 36, 37, geht 38 ja voll. Und auch Muradov wird ja, das wird ja vergleichbar sein. Der ist doch, also 32, 33 ist der doch Minimum. oder so. Das 34. perfektes Matchup, muss ich sagen, von den beiden. Ja. Das passt von der Erfahrung her. So, die beiden, die haben jetzt auch nicht krass was zu verlieren, aber halt gleich ein prominentes Standing auf jeden Fall. Ich weiß, kämpfen die im Halbschwergewicht? Die Nee, kämpfen im bestimmt nicht im Mittelgewicht. Mittelgewicht, oder? Doch. Echt, ja? Steht so auf der Crazy, aktuellen Card. okay. Ich hätte schon irgendwie vermutet, dass die beiden irgendwie jetzt auf 93 kämpfen, aber crazy. Also, wenn Kerim Champion wird, dann glaube, wird einer von den beiden auch der nächste Ich hätte das Herausforderer. gerade generell gesagt, oder? Also. Ich weiß nicht, ob Patrick Kinzel danach nicht vielleicht sogar sagt, ey, was? Aber auch dann Ich würden die schätze ihn so ein ja. bisschen so ein, als wäre der. Ne, dann ja, so oder so wird einer von den beiden in den Titelkampf stehen. Genau. Ich glaube halt nur nicht, dass wenn Patrick da jetzt gewinnt, dass der noch einen Fight danach macht. Ich glaube, da für den ist so langsam ja, Ende. Ey, hatte ja eine lange Karriere auch, muss man einfach so sagen. Ja, und dann sind wir beim Main Event angekommen. Ronnie Paradeiser, der Aussie, der Ronnie gegen Akidan. Wie spricht man den nochmal aus? Akkordeon. Koidan Duke. Erneut, ich erinnere mich vor allem bei Duke an die ringerische Leistung gegen Grabinski war es, ne? Hatte er nicht Das war viel Clinch am Käfig. Genau. Grabinski konnte es dann teilweise auch mal drehen. Ich glaube, es war sogar eine Split-Decision am Ende. War auch ein knappes Duell. Ich fand, das war schon fair, auch bei Duke zu sehen. Ich habe dabei Gravinsky zu spät, zu wenig gesehen, um ihm das Ding zu geben. Aber die waren halt, finde ich, so ein bisschen gleich auf. Deswegen dachte ich auch eigentlich, als der Mahaev-Kampf angesetzt war, okay, ja, der wird easy vielleicht für den werden, den nimmt er mit so und zieht ins Halbfinale ein. Hab mich krass täuschen müssen. Den habe ich nicht Für mich gesehen. sah Mahaev an dem Tag aber auch irgendwie nicht so on point aus, also konnte nicht so richtig abrufen. Und hat das Ding dann ja absolut klar und deutlich abgegeben. Ich glaube sogar jede Runde. Der hat an dem Tag auf jeden Fall keine ja, guten Akzente setzen können. Hatte das Duke aber auch ringerisch gelöst? Aber eigentlich. Nee, tatsächlich nicht nur. Also auch im Striking kam Mahar einfach nicht richtig rein. Okay. Es war ein sehr weirder Kampf, aber gut gemacht. Also ich fand es crazy, weil ich hätte niemals mitgerechnet, weil der erste Kampf, den ich von Duke gesehen habe, war der Kampf gegen Grabinski und der war halt so, naja, meh. So, wenn man jetzt mal guckt, was Grabinski seitdem halt auch so gemacht hat, ey, ist jetzt leider nicht mehr wahrscheinlich so top of the notch. Ja, aber gegen Machaev war ich überrascht. War eine stabile Leistung. Gegen Paradeiser, denke ich aber, wird es Schwer. ganz anders ausgehen, weil ja, der ist für mich halt so meine persönliche Nummer 1 gerade bei Octagon. Ich sehe den auch das Turnier so oder so gewinnen, egal ob gegen einen Cater oder gegen einen Ligierski. Ich finde, der ist einfach, der hat sich krass entwickelt. Der weiß jetzt mittlerweile genau, wie er seine Frame auszuspielen hat. Der hat krasse Power, der hat eine starke Takedown-Defense. Ich finde ihn krasser als sein Rekord vielleicht vermuten lässt, weil der hat ja doch ordentlich viele Niederlagen zu Beginn seiner Karriere mitnehmen müssen. Aber der hat sich so crazy entwickelt. Also sportlich gesehen, einfach auch gerade so von den Kämpfen her, so mein Favorite Octagon-Kämpfer. Cater hatte den auch besiegt, ne? Wäre Cater natürlich hat ihn auch besiegt, ja. natürlich auch Ivan ein gutes Buringer hat ihn Rematch. auch besiegt, aber auch früh und dann im Rematch war es halt ein klares Ding für Paradeiser. Und ich glaube halt auch eine Rematch jetzt gegen Cater, das
glaube, da Cater ganz, ganz große Probleme hätte. Gerade halt auch durch die Frame von einem Paradiser. Ja, wäre aber natürlich eine coole Storyline, irgendwo da ein Rematch zu haben. Mega, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Duke eigentlich gar nicht so der Ringer ist. Also der wirkte für mich gegen Grabinski schon auch wie jemand, der das vielleicht einfach als besten Gameplan ansieht, aber das nicht unbedingt so 1:1 sein Stil ist. Ich kann es aber, also es ist ein reines Bauchgefühl. Hat er halt so diese typische Krankheit, viel Kontrolle, wenig draus gemacht, ne? Die ja der ein oder andere ringerisch aktive MMA-Kämpfer dann plötzlich aufzeigt. Deswegen verstehe ich schon, warum der Kampf plötzlich so eng gewertet wurde. Aber ja, ey, ich müsste mal den Machaev, heißt der, glaube ich, Kampf, oder wird er, glaube ich, ausgesprochen. Bin mir aber auch nicht sicher. Den müsste ich halt einfach nochmal gesehen haben. Ist auf jeden Fall ein starker Sieg, definitiv. Also über den Kerl spricht seit Jahren bereits eigentlich die ganze österreichische MMA-Szene. Also das ist eigentlich das vielversprechende Talent aus dem Land. Der hat ja auch Top-Potenzial. Die Frage ist bei ihm so ein bisschen, wie sind Trainingsbedingungen, wenn du mich fragst, weil er, glaube ich, in Bali oder auf Bali lebt. Ich weiß gar nicht, irgendwo in einem Land, wo man sich... Ja, es war Bali, ja. Schon so ein bisschen... Eine schöne Urlaubsinsel, ja. Ja, aber... Also, da gibt es sicherlich auch Trainingsbedingungen, aber die Frage ist halt, wie krasse. Ja. Ja, gut, da hätten wir Octagon besprochen. Danke für deine Expertise, du hast das Gespräch auf jeden Fall bereichert. Keine Ahnung, ein paar MMA-News gibt's, wenn du willst, können wir auch darüber quatschen. Kevin Lee.